Und herzlich willkommen zu der 29. Ausgabe von TV RUB. Und das sind die Themen, die wir für euch vorbereitet haben. Wie stellen Studenten eine Live-Sendung auf die Beine? Und wie sieht der Alltag eines Linkshänders aus? Außerdem, wie wird Shakespeare heutzutage interpretiert? Der erste Beitrag behandelt das Sommerfest, das wir letzten Monat live übertragen haben. Kai, was war denn da dein Highlight? Mein Highlight war es, mit dir live während der Sendung Zumba zu tanzen, obwohl das eigentlich auch schon ganz schön peinlich war für mich. Und ja, weil du mich da in diese Sackgasse reinmoderiert hast, habe ich mir für heute auch mal was für dich überlegt. Eine kleine Sache, die du am Ende unserer Sendung heute machen könntest, die vielleicht auch dir dann ein bisschen peinlich ist. Ja, ich würde sagen, das diskutieren wir gleich nochmal aus. Wir schauen jetzt erstmal nach, wie es hinter den Kulissen von den Dreharbeiten zum Sommerfest aussah. 3, 2, 1. Es war die bisher größte Herausforderung in der dreijährigen Geschichte von TV RUB, eine dreistündige Live-Sendung auf dem Sommerfest der Ruhr-Uni. Für die ganze Redaktion bedeutete das eine monatelange Vorbereitung. Ideen zur Sendungsgestaltung wurden gesammelt, Diskussionen geführt, Vorschläge gemacht, Vorschläge verworfen, Beiträge vorproduziert, Interviewkontakte geknüpft. Doch trotz der vielen Arbeit kam bei uns der Spaßfaktor nie zu kurz. Stojan Radoslavov, Dozent und Redaktionsleiter von TV RUB, erklärt, wie es zu diesem Mammutprojekt gekommen ist. Also sowas haben wir noch nie gemacht und wir haben uns gedacht, nach 3 Jahren Existenz ist es gerade an der Zeit, mal was auszuprobieren. Unsere Redakteure waren alle hungrig danach, so eine Erfahrung. Und was soll ich sagen? Wir sind jetzt ziemlich aufgeregt, wie das funktionieren kann. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet, dass es Fehler geben wird, aber ich hoffe, dass der Spaßfaktor auch da sein wird. Vor Ort war die Redaktion bewaffnet mit der besten Technik, die das Budget hergab. Dafür wurde dann leider am Essen gespart. Oh no! Trotzdem stand das ganze Team von TV RUB in Gefechtsstellung, damit die Live-Sendung ein Erfolg wurde. An vorderster Front die Moderatoren Britta und Kai. Dass sie sich versprechen können und damit fleißig für Outtakes sorgen, haben sie schon mehrfach bewiesen. Auch der Protagonist in unserem nächsten Beitrag. Ich bin gespannt. Bezug, tatsächlich Bezug. Ja. Für heute ist erstmal Schluss mit TV RUB. Diesmal musste aber alles wie am Schnürchen laufen, denn rausschneiden ging bei der Live-Sendung ja nicht. Wann habt ihr euch dazu entschieden, die Live-Sendung zu moderieren? Ganz böse gesagt, wollten wir, glaube ich, nicht im Regen stehen bei irgendeiner Kameraführung. Ja, genau. Also das ist halt natürlich so, in unserem improvisierten Studio sind wir auf jeden Fall die ganze Zeit im Trockenen. Das ist ein Grund auf jeden Fall schon mal gewesen. Außerdem haben wir schon mal zusammen moderiert. Das hat echt ganz gut geklappt. Ja. Das war zumindest lustig, sagen wir es mal so. Bei dir hat es gut geklappt, ja. Ja. Geil gepasst, mein zweiter Vorname, wir kriegen das schon hin. Genau. Vor der Sendung bereiteten sich Britta und Kai fleißig im Studio auf ihren Einsatz vor, unterstützt von fachkundigem TV-RUB-Personal, das sich auch nicht zu schade war, Sticker auf die Moderationskarten zu kleben. Aber warum das eigentlich? Damit es schön aussieht und alle wissen, hier wird von TV-RUB gesendet. Ist das eine harte Arbeit? Absolut. Also sehr gefährlich, man kann sich, also kann ja auch dran kleben bleiben. Ich mach's auf jeden Fall nicht, ne? Aber das ist auch so wichtig. Ich bin auch Moderator. Zu wichtig. Stellt euch vor, ich habe hinterher die Aufkleber an die Hände kleben. Das sieht ja gar nicht aus. Rückendeckung für Britta und Kai gab es ebenso von unseren Kamera- und Tonleuten, die alles gaben für scharfe Bilder und einen sauberen Klang. Dass das kein Pappenstiel ist, davon kann jeder TV-Rubler ein Lied singen. Jetzt musste aber alles auf dem Punkt sitzen. Und selbst im Angesicht von Naturgewalten. Die TV-RUB-Kameras standen immer auf ihrem Platz, geschützt mit einem Regenschirm oder doch lieber zweien. Singing in the rain, just singing in the rain.
What a glorious feeling, I'm happy again. Aber warum tut man sich den ganzen Stress einer Live-Sendung überhaupt an? Weil ich schon länger bei TV-Rup mitmache, aber bis jetzt noch nicht die Möglichkeit hatte, mal bei einer Live-Sendung mitzumachen. Und es ist halt doch etwas anderes, als etwas einfach vorzuproduzieren, bei dem man ja immer die Chance hat, verschiedene Sachen mehrfach zu drehen. Bei einer Live-Sendung hat man immer den Druck, dass es sofort gut sein muss, und das ist schon was anderes. Ja, als du mir das erzählt hast, dachte ich direkt, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Einfach mal unter Live-Bedingungen das zu produzieren, und das ist wirklich aufregend und richtig anstrengend, muss ich sagen. Aber es macht auch total Spaß, und ich glaube, wenn wir das dann uns hinterher angucken, dann sind wir echt total zufrieden und auch stolz auf uns, auch wenn was schief gegangen ist. Als rasende Reporterin war unter anderem Maike unterwegs. Sie testete die Fachschaftsstände auf dem Sommerfest. Hinter den Kulissen schwang sie auch gerne den Schminkpinsel, um unsere Studiogäste fernsehtauglich zu machen. Sogar um mein leibliches Wohl war sie bemüht. Jetzt kriegt der Martin was zu essen. Lecker. Essensreste von Kai und Britta. Ich war heute als Reporter unterwegs und habe da nette Musiker erstmal interviewen dürfen. Einmal den Tommy Finke und Jednat Inc. Und das war echt für mich eine tolle Erfahrung, einmal im Backstage-Bereich bei denen zu sein, und fand das auch echt schön. Und ansonsten hatte ich, glaube ich, die schönste Funktion und durfte mir das Unifest anschauen und das auch noch mit Kamera begleitet und halt hier mir die Stände anschauen und einen kleinen Eindruck haben wir ja auch gezeigt heute. Das Heft der Aufnahmeleitung fest in der Hand hielt der neueste Zuwachs in der TV-Rupp-Familie, Lisa. Sie war für die Einhaltung des Zeitplans zuständig und dafür, dass jeder auf seinem Posten stand. Auch gab sie die Anweisungen der Regie durch, und das gar nicht zimperlich. Robin, Publikum! Robin, Ella! Robin, Ränder auf! Nicht so lassen! Einfach lassen! So lassen! Einfach laufen lassen! Ja, es war sehr stressig, muss ich sagen. Man muss halt irgendwie gucken, dass alles funktioniert. Man muss schauen, dass jede Person an der typischen Position ist, wo die arbeiten sollen. Ja, man muss halt viel koordinieren, viel telefonieren, und wenn es nochmal eine Live-Sendung gibt, bin ich, denke ich mal, auf jeden Fall dabei. Hat viel Spaß gemacht und das Team hat gut zusammengearbeitet, und ich denke, auf ein neues. Lisa muss im nächsten Jahr dabei sein. Die Lisa muss dabei sein. Die hat das so toll gemacht, ohne die wäre hier gar nichts gelaufen. Und ganz großes Lob dafür, dass du auch noch gar nicht so lange dabei bist. Großes Dankeschön, dass du das gemacht hast, Lisa. Klar, immer wieder toll. Gerne. Unser Anspruch bei der Live-Sendung war klar. Wir wollten eine professionelle Sendung auf die Beine stellen, ohne Kompromisse. Und das bedeutete Action. Von Anfang um 10 Uhr bis Ende um Mitternacht. Anspannung und Zeitdruck machten sich da immer mal wieder bemerkbar. Joschka, ich sehe die Kamera, ist nebenbei produzierten wir auch noch so manchen Outtake. Der Martin findet uns schon wieder. Die da auch? Sind die parteiisch? Sind die parteiisch? Sieht sehr parteiisch aus, wie sie sah ihre. Aber die da auch? Martin, du hast mich gar nicht vorbereitet. Ich weiß gar nicht, was da kommen wird. Ist auch egal, was die sagen. Könnt ihr mal bitte wegschauen? Ach so, nochmal. Okay. So eine Selbstmordaktion. Go, Bananas! Und am Ende. Ja, gar keiner an den Kopf gebracht. Gibt es da einen Ausschlag, dann ist okay. Und filmst du jetzt oder was? So, du bist jetzt scharf gestellt? Ich bin scharf gestellt, dass das die Kamera nur hinkriegt. Wie ist man bei TV-Rupp auf die Idee gekommen, eine Live-Sendung zu machen? Ja. Nochmal. Trotz aller Zweifel und Bedenken hat das TV-Rupp-Team die Schlacht der Live-Sendung aber glorreich geschlagen, nicht wahr? Die Zusammenarbeit im Team bewerte ich sehr gut. Wir haben alle an einem Strang gezogen. Alle haben das gemacht, was sie machen sollten. Da gab es dann nicht große Diskussionen oder so, sondern es wurde wirklich dann ausgeführt. Auch zwischen Aufnahmeleitung, Kameras und Technik drumherum und Aufnahmeleitung, Regie hat sehr gut geklappt eigentlich. Das war halt sehr gut und das war alles wunderbar. Na dann, bis zur nächsten Live-Sendung.
Das war das Making-of von unserer Live-Sendung. Der Martin, der das Making-of gemacht hat, der steht jetzt bei uns diesmal vor der Kamera. Und wir haben ein paar Fragen an ihn. Martin, wie war das denn für dich, dieses Making-of zu machen während der Live-Sendung? Ja, das Making-of, das war für mich eine ganz spannende Erfahrung. Also ich bin dann im Studio herumgelaufen und habe überall dort gefilmt, wo es was Interessantes zu sehen gab. Also bei der Regie, bei den Kameraleuten oder beim Standcheck mit Maike. Das war eine interessante Erfahrung für mich, weil mit der Live-Sendung hatte ich ja eher nur am Rande zu tun. Also klar, in den Redaktionssitzungen habe ich ein bisschen an der Organisation geholfen, aber ich saß jetzt nicht bei der Regie oder irgendwie hinter einer Kamera oder davor, was ihr gemacht habt, das hätte ich niemals gemacht. Ihr seid ja wahnsinnig. Und also das war eben die neue Erfahrung für mich, meine Herausforderung. Und es hat mir Spaß gemacht, aber wenn ich gewusst hätte, wie viel Zeit irgendwie das erfordert, hätte ich wohl lieber die Finger davon gelassen. Wie lange hast du denn insgesamt an diesem Beitrag gearbeitet? Also natürlich war ich während der ganzen Sendung dabei und habe dann die Aufnahmen gemacht und dann natürlich nochmal im Schnittraum. Also insgesamt kamen da so 20 bis 30 Stunden bei rum. Also das war bis jetzt mein aufwendigster Beitrag. Ja, und ich finde, der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich fand das Making-of super witzig und... Dankeschön. Ja, ich finde, du hast auf jeden Fall bewiesen, dass du keine zwei linken Hände hast. Und das führt uns doch jetzt zum nächsten Beitrag, Britta. Ne? Der geht nämlich über Linkshänder. Kai, keine gestellten, vorgefertigten Anmoderationen mehr. Ja, dann mach's doch besser. Ich würde sagen, wir schauen uns den Beitrag einfach an, der spricht für sich selber. Hier ist der Linkshänder-Beitrag. Oh nee, da bleibt doch nichts erspart. So wie mir ergeht es jeden Tag 10-15% der Bevölkerung weltweit, denn wir sind Linkshänder. Wir kämpfen mit kleineren und größeren Alltagsproblemen, denn die Gesellschaft ist auf Rechtshänder ausgerichtet. Professor Ono Güntürkin der Abteilung Biopsychologie am Institut für kognitive Neurowissenschaft der Ruhr-Universität weiß um die Alltagsprobleme, mit denen Linkshänder zu kämpfen haben. Wenn die genetischen Faktoren die meisten Menschen zum Rechtshänder machen, folgt daraus natürlich auch eine Kultur, in der die Rechtshändigkeit die Norm ist. Das alltägliche Leben ist auf Rechtshänder ausgerichtet. Ach, heute ist nicht mein Tag. Und manchmal grenzt es fast an Diskriminierung. Wie wird man eigentlich Linkshänder? Neueste Forschungen machen den Testosteronspiegel im Mutterleib für die Festlegung der Händigkeit verantwortlich. Aber diese Theorie ist nicht gesichert. Es ist bisher nicht gelungen, eine wirklich befriedigende Theorie zu bauen. Im Kern könnte es darauf hindeuten, dass es zu einer sehr frühen Festlegung des Gehirns kommt, vielleicht sogar zu einer Phase, in der Nicht-Gehirngewebe und Gehirngewebe im Embryo noch gar nicht getrennt waren. Eine Umerziehung, wie sie früher gang und gäbe war, könnte die Alltagsprobleme lösen, aber... Das hat Konsequenzen für das Gehirn, denn Kompetenzen sind jetzt auf zwei Hirnhälften verteilt. Das Ganze ist gar nicht so dramatisch, wie das zuweilen geschildert wird, aber es ist vollkommen unnötig und es führt dazu, dass Reaktionszeiten länger werden, dass Denkphasen länger sind, als sie notwendig sind. Keine gute Alternative also. Oh Mann! Oh, diese blöden Rechtshänderscheren. Da heißt es wohl eher, oh, das gibt's doch nicht, sich mit den Gegebenheiten abfinden. Hm. Oh, das kannst du auch echt knicken, das macht mir echt überhaupt keinen Spaß heute. Und das schöne Tassenmotiv ist auch immer auf der falschen Seite. Ich bin sowas von angenervt, ich brauche jetzt mal was zum Runterkommen. So viele Nachteile Linkshänder im Alltag haben, so gibt es doch auch ein paar bestechende Vorteile, oder? Sind Linkshänder nicht viel kreativer und potenzielle Genies? Die
viele berühmte Mathematiker sind Linkshänder. Großartige Künstler sind häufiger Linkshänder. Menschen, die insgesamt in einem Kunst- oder schauspielerischen oder tänzerischen Zusammenhang stehen und die es zu Höchstleistungen gebracht haben, sind überzufällig Linkshänder. Und es gibt natürlich auch eine Reihe von Dingen, die eigentlich auf den ersten Blick gar nichts mit dem Gehirn zu tun haben, wie zum Beispiel Erkrankungen der Atemwege, Immunstörungen, Asthma, alle möglichen anderen Erkrankungen auch der Eingeweide, unter denen die Anzahl der Linkshänder häufiger ist als im Populationsdurchschnitt, ohne dass wir uns das erklären können. Aber auch Erkrankungen des Gehirns. Denn auch die Anzahl an Schwachsinnigen liegt bei Linkshändern über dem Durchschnitt. Liegen Genialität und Wahnsinn bei Linkshändern also nah beieinander? Wer jetzt uns zuhört und Linkshänder ist, der ist mit größter Wahrscheinlichkeit weder ein Genie, noch ist er oder sie schwachsinnig, sondern ein ganz normaler, durchschnittlicher Mensch. Aber wenn dann doch ein zukünftiges Genie uns zuhört, hey, herzliche Glückwünsche. Ob Genie oder Irrer, Linkshändigkeit muss nicht immer schlecht sein. Hallo, ich bin der neue Nachbar. Ah! Hi. Schließlich muss man für Unangenehmes nicht gerade die Lieblingshand benutzen. Die arme Jenny. Linkshänder haben es manchmal gar nicht so einfach. Ja, aber du wirst es heute in der Sendung auch noch schwer haben. Und zwar habe ich ja dann noch eine kleine Rache für dich vorbereitet, dafür, dass ich in der letzten Sendung Zumba tanzen musste. Und dafür habe ich, Moment, hier so einen schönen Totenschädel mitgebracht, bitte sehr. Passend zu unserem nächsten Beitrag, der ja über die Shakespeare-Tage geht. Und dann noch so ein Hemd. Ich weiß nicht, ob Shakespeare das vielleicht getragen hätte, aber ich dachte mir, das passt ganz gut. Jetzt gucken wir uns nämlich erst die Shakespeare-Tage an und dann wirst du uns den berühmten Shakespeare-Monolog von Hamlet vortragen. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und jetzt kommen die Shakespeare-Tage. Unter dem Motto Glaube und Zweifel bei Shakespeare fanden Mitte April in Kooperation von Deutscher Shakespeare-Gesellschaft und Ruhr-Uni die Shakespeare-Tage in Bochum statt. Aus ganz Deutschland strömten Gäste nach Bochum, um mehr über das Religiöse in Shakespeares Dramen und seine Bedeutung für die Gegenwart zu erfahren. Nationale und internationale Shakespeare-Experten gaben sich bei Vorträgen, Diskussionsrunden und in Workshops die Klinke in die Hand, um dieses Forschungsfeld zu beackern. Abwechselnd im Kunstmuseum Bochum und der Villa Nora fanden zwischen Gästen und Referenten anregende Diskussionen und fundierte Fachgespräche statt. Professor Roland Weidle erklärt, wieso die Wahl ausgerechnet auf die Religion als Tagungsthema fiel. Wir haben das ja eben auf der Podiumsdiskussion schon sehr, sehr gut sehen können, dass gerade Shakespeare sehr viele verschiedene und unterschiedliche Perspektiven anbietet auf verschiedene Konfessionen und religiöse Inhalte und dass diese zum Teil sehr kontrovers verhandelt werden. Und das ist eigentlich ein Thema, was immer wieder auch Reizthema ist. Und wir haben es eben auch in der Podiumsdiskussion gesehen und gemerkt, dass es da auch teilweise sehr heftige Reaktionen seitens der Zuschauer gibt. Und das ist eigentlich ein ideales Thema, um so eine Konferenz daran aufzuhängen. In Shakespeares Dramen lassen sich zahlreiche Themen religiöser Relevanz finden, da der Dramatiker zu einer Zeit lebte, in der Glaubenskonflikte im Alltag der Menschen zentral waren und die falsche Konfession schnell die Exekution bedeuten konnte. Mit dieser Renaissancezeit näher befasste sich der Vortrag Terror Urbi et Orbi von Professorin Annette Pankratz. Die Ruhr-Uni-Dozentin erklärt, worin sie in ihrer Präsentation das Hauptmerk gelegt hat. Ich habe untersucht, wie die Renaissance dargestellt wird, insbesondere der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten im zeitgenössischen Heritage-Film und in dystopischen Filmen. Und dabei eben die These, dass Katholiken nicht mehr wirklich gemeint werden, sondern dass es darum geht, religiöse Konflikte allgemein und zurzeit eben den War on Terror und Islamismus damit zu verknüpfen. Professorin Annette Pankratz behandelte das Religiöse in Shakespeares Zeit unter einem stark cineastischen Blickwinkel. Unter anderem anhand des Films Elisabeth, das goldene Zeitalter, konnte sie aufzeigen, dass im zeitgenössischen englischen Kino der Sieg der anglikanischen Kirche über den Katholizismus in der Renaissance mit technischen Mitteln geradezu rigoros zelebriert wird.
Gekrönt wurde jeder Tag auf den drei Bochumer Shakespeare-Tagen von einem Shakespeare-Theaterstück. Mit dabei war auch die studentische Theatergruppe der Ruhr-Uni, The Etnas. Die Jungschauspieler führten im ausverkauften Theater unten des Schauspielhauses Bochum ihre Interpretation von Shakespeares The Tempest auf. Die nächsten Shakespeare-Tage in Bochum finden wieder 2014 statt. Dann feiert Shakespeare 450. Geburtstag. Und das ganz bestimmt nicht alleine. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden? Sterben, schlafen, nichts weiter. Denn das war's nämlich schon mit unserer heutigen Sendung. Und wenn ihr uns im nächsten Monat auch wieder sehen wollt, dann wie immer auf NR Vision oder aber im Internet auf www.tv.rupp.de und besucht auch unsere Facebook-Seite. Tschüss!